Zünd. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 41. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Gäste, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Medienvertreterinnen und Medienvertreter sehr herzlich. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Am 16. April starb der ehemalige CDU-Abgeordnete Franz Braun im Alter von 83 Jahren. Der gebürtige Konstanzer trat den Christdemokraten 1971 bei. Bevor Franz Braun sich für die Rechtswissenschaften entschied, absolvierte er die Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen und zum Industriekaufmann. Im Anschluss an sein Jurastudium wurde er Abteilungsleiter des Caritasverbandes Berlin. Im Rahmen dieses Anstellungsverhältnisses war er Geschäftsführer mehrerer selbstständiger Einrichtungen im sozialen Dienstleistungsbereich. Im Mai 1981 wurde Franz Braun in das Westberliner Abgeordnetenhaus gewählt und gehörte dem Parlament von 1981 bis 1995 an. Bei den Wahlen 1990 gewann er das Direktmandat für den Wahlkreis Reinickendorf I. Im Abgeordnetenhaus engagierte Franz Braun sich vor allem in den Ausschüssen für Gesundheit, Soziales und Familie sowie im Hauptausschuss. Nach seiner Zeit als Abgeordneter arbeitete er als Vorsitzender der Berliner Krankenhausgesellschaft. In dieser Funktion vertrat er Ende der 90er Jahre die Berliner Klinikträger bei der Krankenhausreform. Unsere Anteilnahme gilt seinen Hinterbliebenen. Vielen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Franz Braun erhoben haben. Als neue Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie darf ich Frau Beate Stoffers begrüßen. Herzlich willkommen und viel Erfolg für Ihre neue Aufgabe. Dem entpflichteten Staatssekretär Marc Rackles danke ich für seine geleistete Arbeit, ich denke im Namen des gesamten Hauses. Frau Kollegin und Senatorin Kollath hat geheiratet. Sie trägt nunmehr den Nachnamen Kaleitsche. Frau Senatorin Kaleitsche, herzlichen Glückwunsch zur Eheschließung und alles Gute. Ich entnehme dem Like, dass ich das anscheinend einigermaßen richtig gemacht habe. Sehr schön. Dem Kollegen Frank Zimmermann von der SPD-Fraktion darf ich zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf auch begrüßen auf der Besuchertribüne die Klasse 6a der Grundschule an der Wuhle aus Kaulsdorf Nord. Das Besondere ist, innerhalb weniger Monaten sind die jungen Fans unseres Hauses schon zum zweiten Mal da. Herzlich willkommen. Die EU-Fraktion Drucksache 18522, Gleichstellung jetzt, ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit durch die Gleichstellung von Jugendleiterkarte und Ehrenamtskarte angemessen würdigen, wurde in der 14. Sitzung am 14. September 2017 federführend an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und mitberatend an den Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement und Partizipation sowie an den Hauptausschuss überwiesen. Dieser Antrag wurde von der antragstellenden Fraktion nunmehr zurückgezogen. Am Montag sind folgende 6 Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde eingegangen.
Antrag der Fraktion der SPD und gleichlautende Anträge der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin. Antrag der CDU zum Thema Ist es wieder soweit? Kevins Sozialismus in seinem Lauf hält weder Müller noch die SPD auf. Ich weiß, es müsste Halten heißen, aber wurde so eingereicht. Antrag der AfD-Fraktion zum Thema Bonn-Berlin-Gesetz jetzt ändern, um den Hauptstadtumzug nach Berlin bis 2024 abzuschließen. Und Antrag der Fraktion der FDP zum Thema Investitionsstau, Personalmangel und fehlende Rechtsgrundlagen. Warum lassen Sie die Polizei im Stich, Herr Geisel? Die Fraktionen haben sich auf das Thema der Fraktion der SPD verständigt. Somit werde ich gleich dieses Thema in der Aktuellen Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. Die anderen Anträge auf Durchführung einer Aktuellen Stunde haben damit ihre Erledigung gefunden. Dringlichkeiten liegen zu dieser Sitzung nicht vor. Ich darf Sie auf die Ihnen vorliegende Konsensliste hinweisen und stelle fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Damit ist die Konsensliste so angenommen. Schließlich darf ich Ihnen noch die Entschuldigung von Senatsmitgliedern mitteilen. Für die heutige Sitzung ist Frau Senatorin Günther ganztägig entschuldigt. Sie nimmt an der Umweltministerkonferenz in Hamburg teil. Und Herr Senator Dr. Lederer ist bis ca. 12 Uhr entschuldigt, da er an der Gedenkveranstaltung zum heutigen Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus teilnimmt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde zum Thema Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin, auf Antrag der Fraktion der SPD. Für die Besprechung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktion beginnt die Fraktion der SPD. Und Frau Dr. Ciborra, Sie haben das Wort. Sehr verehrter Präsident, meine Damen und Herren, liebe Studierende, Lehrende, Forschende und die Wissenschaft unterstützende Menschen in dieser Stadt. Am Freitag hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern sich auf drei Pakte verständigt, die Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland weiter nach vorne bringen sollen. Der erste Pakt, der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, ist die Fortsetzung des Hochschulpakts, mit dem ja der Ausbau der Studienplätze in Deutschland gefördert werden sollte durch den Bund. Er umfasst 1,88 Milliarden jährlich bis 2023 und ab 2024 dann 2,05 Milliarden. Die Länder haben eine 50-prozentige Kofinanzierung zugesagt. Der zweite Pakt, Innovation in der Hochschullehre, soll jährlich 150 Millionen in die Hochschulen bringen. Die Länder steuern 40 Millionen bei. Und letztlich der Pakt für Forschung und Innovation soll 2021 bis 2030 120 Milliarden den außeruniversitären Forschungsinstituten zur Verfügung stellen. Hier ist ein 3-prozentiger jährlicher Aufwachs fest vereinbart. Das hätten wir uns persönlich für die Hochschulen auch gewünscht. Aber wir sind mal zufrieden. Wir haben ja in Berlin den 3,5-prozentigen Aufwuchs im Hochschulvertrag auch zugesagt. Was heißt das nun? Das heißt zunächst mal, dass der Bund erkannt hat, dass die Verantwortung für die Grundfinanzierung der Hochschulen und der Wissenschaft in Deutschland nicht alleine von den Ländern getragen werden kann, dass der Bund sich hier dauerhaft beteiligen muss, damit Deutschland international den Anschluss nicht verliert. Zweitens haben wir hier auch ein eindeutiges Bekenntnis zum Wissenschaftsstandort Berlin in diesen Verträgen. Wir sehen, dass Berlin hier hervorragend verhandelt hat und dass die Anerkennung von Berlin für den Aufbau von Studienplätzen immerhin von 135.000 auf über 190.000 in den letzten Jahren hier auch gewürdigt wird. Gleichzeitig ist es ja auch gelungen, hier exzellente Forschung weiter voranzutreiben. Diese Leistungsfähigkeit des Berliner Wissenschaftssystems spiegelt sich auch in diesem Vertrag. Vielen Dank dafür. Jetzt gieße ich mal ein bisschen Wasser in den Wein, denn
Unser Wissenschaftssystem in Deutschland ist im internationalen Vergleich leider immer noch verhältnismäßig unterfinanziert. Deutschland gibt 1,2% des BIP in Wissenschaft und Forschung. Im OECD-Durchschnitt sind es 1,5. Die Spitzenreiter USA, Kanada und Australien sind mit 2 bis 2,6% mehr als doppelt so, geben mehr als doppelt so viel da rein. United Kingdom 1,9% und auch in den skandinavischen Ländern liegen wir mit 1,7% deutlich weiter vorne. Dass das Wissenschaftssystem in Deutschland trotzdem derart leistungsfähig ist, freut uns, aber wir sehen, da ist Luft nach oben und gerade die Grundfinanzierung des Wissenschaftssystems noch weiter zu stärken, ist dann eine Aufgabe der nächsten Jahre, die vor uns liegt. In Deutschland haben wir diese Besonderheit der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die hier auch wieder besonders viel Geld bekommen. Das hat Vor- und Nachteile. Wir sehen auch, dass die Kooperation zwischen Hochschulen und Außeruniversitären hier deutlich gestärkt werden muss. Berlin macht das, glaube ich, in außerordentlich guter Weise. Nichtsdestotrotz müssen wir aufpassen, dass die Hochschulen, die ja auch die Lehre im Wesentlichen tragen, hier nicht weiter in Nachteile kommen. Was wir in Deutschland auch sehen, das ist, dass bei uns 50% eines Jahrgangs im Augenblick eine Hochschule besuchen. In Norwegen, wir kamen ja gerade aus Oslo mit dem Wirtschaftsausschuss, sind es 75%. Wir müssen natürlich sehen, dass wir in Deutschland das duale System haben, das außerordentlich leistungsstark ist. Trotzdem werden wir uns überlegen müssen, ob wir mit fortschreitender Akademisierung unter den Stichworten Arbeit 4.0, Digitalisierung, lebenslanges Lernen, wissenschaftsbasierte Wirtschaft tatsächlich mit diesem Akademikeranteil weiter an der Spitze bleiben können. Denn was ist die Aufgabe der Hochschulen? Erstens, sie sichern individuell Arbeit und Einkommen. Das ist ganz klar. Arbeitslosigkeit ist hier deutlich geringer, Einkommen deutlich höher. Sie sichert dem Gemeinwesen die benötigten Fachkräfte. In Berlin werden wir das besonders zu spüren bekommen. Und insofern sind auch diese 190.000 Studienplätze, die wir haben, dringend, damit junge Menschen aus aller Welt und aus der Bundesrepublik Deutschland zu uns kommen und dann nach Möglichkeit auch hier bleiben, als Pflegekräfte ausgebildet an der ASH, als Rechtspfleger an der HWR, als Ingenieurinnen und Ingenieure und all den anderen Berufen, die wir auch noch dringend benötigen und die wir mit dem Nachwuchs, der hier in Berlin gerade heranwächst, nicht befriedigen werden. Wir müssen uns das vor Augen führen, wir haben bei den 15-Jährigen weniger als die Hälfte in dieser Stadt im Vergleich zu den 55-Jährigen, die in 10 Jahren in Rente gehen werden. Wenn wir also nicht durch Studium und Ausbildung Menschen in diese Stadt holen, dann werden wir ein Problem haben, hier den Fachkräftebedarf zu sichern, sowohl für Wirtschaft als auch für den öffentlichen Dienst. Drittens ist die Wissenschaft natürlich auch ganz notwendig, um sowohl unsere lokalen als auch unsere globalen Probleme zu lösen. Das geht um unsere sozialen Systeme, das geht um die Frage, wie organisieren sich Kieze, wie organisieren wir Beteiligung in den Sozialwissenschaften und bis hin zu den ganz großen globalen Problemen Klima, Energie, wo wir erwarten, dass Wissenschaft und Forschung uns Wege zeigen, wie wir diese globalen Probleme bewältigen können. Ich habe darüber geredet, dass das Wissenschaftssystem in Deutschland ein wenig unterfinanziert ist im Vergleich zu anderen Standorten und habe da Standorte genannt, die das dadurch lösen, dass sie enorm hohe Studiengebühren verlangen. Wozu führt das aber? Das führt zu einem Ausbluten der Mittelschicht. Das führt dazu, dass sich Mittelschichtfamilien zum Teil die Ausbildung ihrer Kinder nicht mehr leisten können, weil sie bis sie 80 sind an ihren eigenen Studienkrediten kaputt gehen. Das führt dazu, dass enorm hohe Kreditausfälle und Insolvenzen gerade vor allem in der Mittelschicht auftauchen. Das führt dazu, dass in Großbritannien zum Beispiel mittlerweile 45% dieser Studienkredite gar nicht mehr zurückgezahlt werden und dann am Ende doch wieder beim Staat hängen bleiben. Wir sehen also, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wie wir eine öffentlich finanzierte Bildung, Ausbildung und Wissenschaft und Forschung von Anfang bis Ende, bis Studienabschluss hier in Deutschland realisieren und trotzdem die finanzielle Ausstattung unserer Hochschulen dem dieser Länder angleichen können.
Wir müssen uns dabei auch vor Augen führen, dass wir eine enorm hohe Rendite haben. Es gibt verschiedene Zahlen dazu. Der Stifterverband hat mal ausgerechnet, dass der Return on Investment, also das, was wir verdienen, wenn wir in Wissenschaft investieren, bei 9,4% liegt. Ein Großteil der Wertschöpfung bleibt in der Region. Das heißt, der Zuwachs durch Hochschulen in der Region ist bis zu 35% gerechnet. Wir haben enorme Effekte auf Arbeitsmarkt, enorme Effekte auf Wirtschaftswachstum, und zwar nicht nur für die akademisch Ausgebildeten, sondern davon profitieren alle. Auch die Nicht-Akademiker profitieren von dem Wirtschaftswachstum, profitieren aber auch von den Lösungen, die Wissenschaft zur Verfügung stellt, in Kooperation mit kleinen Unternehmen, in Kooperation zum Beispiel mit der Gesundheitsbranche. Auch der Müllwerker profitiert von Wissenschaft, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel durch Robotik unterstützende Systeme hat. Auch die Pflegekraft im Krankenhaus profitiert von Wissenschaft. Auch die Patienten, auch die Kundinnen und Kunden profitieren von all diesen Innovationen. Insofern ist der Wachstumseffekt durch das, was wir hier heute sehen, durch das Geld, das nach Berlin fließt, in unsere Wissenschaft und Forschung, nicht zu unterschätzen. Und ich bin sehr froh, dass Berlin auch zugesagt hat, dass wir diese 50% Kofinanzierung hier dauerhaft sicherstellen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat jetzt Herr Dr. Hausmann das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es freut mich, dass wir heute an so exponierter Stelle auf der Tagesordnung über den Wissenschaftsstandort Berlin sprechen. Es kommt ja nicht allzu häufig vor, dass die Berliner Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen im Rahmen der Aktuellen Stunde hier Aufmerksamkeit und die Würdigung erhalten, die ihnen eigentlich zustehen. Es hat uns als CDU-Fraktion nicht wirklich überrascht, dass die Koalitionsfraktionen das Thema zum jetzigen Zeitpunkt als Priorität sehen. Und auch aus Sicht der CDU-Fraktion ist der aktuelle Anlass durchaus ein erfreulicher. Denn am Freitag haben sich die Vertreter von Bund und Ländern auf die zukünftige Ausgestaltung der Wissenschaftspakete verständigt. Das ist ein wichtiger und vor allem lange ersehnter Schritt, den die Berliner Hochschulen und Forschungseinrichtungen für die kommenden Jahre Planungssicherheit bietet. Mit 194 Millionen Euro fließt ein erheblicher Teil der zusätzlich vereinbarten Pauschalen für Stadtstaaten in den kommenden Jahren in unsere Hauptstadt. Das Gesamtvolumen des Zukunftsvertrags Studium und Lehre, ja, so heißt er, und der Vereinbarung Innovation in der Hochschullehre, so heißt die Vereinbarung, beläuft sich von 2021 bis 2030 auf ca. 41,5 Milliarden. Ein wahnsinnig hoher Betrag. Darin enthalten sind wichtige und richtige Investitionen auch für den Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin. Es ist daher nicht verwunderlich, liebe Kollegen und Kolleginnen der Koalitionsfraktion, dass Sie nun versuchen, vom Ergebnis der Verhandlungen an dieser Stelle zu profitieren. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es sich um Investitionsmittel handelt, die der Bund den Ländern zur Verfügung stellt. Wohlgemerkt der Bund. Daher ist es aus unserer Sicht wichtig zu betonen, dass der Dank eben auch vor allem der Bildungsministerin Anja Karliczek gelten muss, die dieses Ergebnis mitverantwortet, die Länder damit eine gute Grundlage zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschafts- und Forschungslandschaft Deutschlands legt. Aus dem CDU-geführten Bildungsministerium gute Nachrichten für den Wissenschafts- und Forschungsstandort gibt, gab es von Seiten des Bundesfinanzministers Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, jüngst nur Schreckensmeldungen. Pläne zur Kürzung des Etats für Bildung und Forschung im Jahr 2020 um 533 Millionen Euro. Ein fatales Signal, das zu Recht kritisiert wurde, aber eben in erster Linie von der Bundesbildungsministerin korrigiert wurde.
Herr Bürgermeister Müller, die unglaublichen Summen, die der Bund hier nach Berlin überweist, täuscht nicht über Ihre leider sehr schwache Wissenschaftspolitik in Berlin hinweg. Wenn Sie also heute über die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin sprechen möchten, dann ist es aus unserer Sicht auch ein Anliegen, den Finger in die Wunde zu legen. Dann möchten wir auch über Probleme sprechen, bei denen der Senat eine Lösung bisher schuldig geblieben ist. Als wir erfahren haben, dass Sie die Stärkung des Wissenschaftsstandorts hier als Thema für die Aktuelle Stunde vorgeschlagen haben, hat sich damit natürlich auch für mich die Hoffnung verbunden, dass sich die Koalitionsfraktionen tatsächlich darüber einig sind, dass diese Stärkung ohne ideologische Vorbehalte erfolgen muss. Bekennen Sie sich, und ich richte diese Frage ausdrücklich an die Kolleginnen und Kollegen der Linksfraktion, zur Exzellenzstrategie und werden Sie sich für eine Fortführung einsetzen? Denn während wir uns hier regelmäßig über das erfolgreiche Abschneiden der Berliner Hochschulen freuen, haben Ihre Parteikollegen auf Bundesebene die Abschaffung dieses für die Universitäten so bedeutsamen Förderprogramms gefordert. Ist das zu viel Leistung, liebe Linksfraktion? Ist das zu viel Erfolg, liebe Linksfraktion? Ist das zu viel Elite? Noch schlimmer als schlechte Wissenschaftspolitik ist Untätigkeit. Nehmen wir mal die aktuellen Zukunftsfelder Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Berlin ist zwar von Seiten der privaten Akteure durchaus vernünftig aufgestellt. Dass der Senat diese Themen aber mit Blick auf die Zukunft wirklich anpacken will und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützen möchte, können wir nicht im Geringsten erkennen, meine Damen und Herren. Sie haben keine Strategie. Sie als Regierungsfraktion, Sie haben keine Strategie, die Berlin auch langfristig eine Vorreiterrolle sichert. Entsprechende Initiativen werden wir als CDU-Fraktion daher in Kürze auf den Weg bringen. Vor 3 Tagen haben wir im Wissenschaftsausschuss im Rahmen einer Anhörung dann über die Beschäftigungssituation studentischer Hilfskräfte im nichtwissenschaftlichen Bereich der Unis gesprochen. Ich muss Ihnen sagen, als CDU-Fraktion waren wir fassungslos angesichts der Ignoranz und Blockadehaltung. Seit über einem halben Jahr sind sowohl die Hochschulen als auch die Studenten im Ungewissen darüber, wie es dort weitergeht. Verträge sind ausgelaufen, Bibliotheken konnten nicht durchgehend geöffnet werden, der reibungslose Ablauf an den Hochschulen ist gefährdet. Doch anstatt nun endlich eine Lösung herbeizuführen, ja, Herr Müller, lassen Sie die Hochschulen im Regen stehen. Das ist nicht nur schlechte Politik, das ist gar keine Politik, das ist Untätigkeit, meine Damen und Herren. Ich möchte an dieser Stelle auch das Thema studentisches Wohnen mit aufgreifen. Der Senat hatte damals einen Beschluss gefasst und sich verpflichtet, bis zum Jahr 2020 5.000 neue Wohnheimplätze zu schaffen. Wir haben Sie sowohl im Ausschuss als auch im Plenum immer wieder an Ihr Versprechen erinnert. Jüngst mussten wir erfahren, dass der Senat seine selbstgesteckten Ziele nicht einhalten kann. Und das, obwohl sich auch aktuell noch Tausende Studierende auf der Warteliste befinden. Aus Sicht der CDU-Fraktion gehört zur Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin eben gerade für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen, um Fachkräfte nach Berlin zu holen und langfristig an die Stadt zu binden. Dass der Senat hier geliefert hat, davon kann man mit Sicherheit nicht sprechen. Das ist eine sehr schwache Leistung von Ihnen, verehrte Senatsmitglieder. Zur falschen Prioritätensetzung. So möchte ich noch auf das Thema der kommenden Wissenschaftsausschusssitzung eingehen. Nicht zum ersten Mal möchten Sie, liebe Regierungsfraktionen, mit uns über ein mögliches Promotionsrecht für Fachhochschulen sprechen. Vorab in aller Deutlichkeit, aus Sicht der CDU-Fraktion, muss das Promotionsrecht auch weiterhin grundsätzlich den Universitäten vorbehalten bleiben. Denn während unsere Fachhochschulen im Bereich der anwendungsbezogenen Lehre, also berufsorientierten Ausbildung, hervorragende Arbeit leisten, das muss man hier ganz klar auch benennen, ist die Kernaufgabe der Universitäten aber die Wissenschaft. Und aus unserer Sicht und im Sinne einer Stärkung des Wissenschaftsstandortes Berlin gilt es daher, die jeweiligen Kernkompetenzen von Hochschulen und Fachhochschulen zu stärken und nicht aufzuweichen und erst recht nicht zu verwischen. Zumal den Fachhochschulabsolventen bereits jetzt der Weg im Rahmen der Promotionsordnung durch Öffnungsklauseln hier bereits geebnet ist. Wenn wir heute in der Aktuellen Stunde über den Wissenschafts- und Forschungsstandort Berlin sprechen, dann möchte ich auch die Gelegenheit nutzen und noch auf ein paar aktuelle Entwicklungen eingehen.
Da wäre zum einen die kürzlich bekannt gewordene Entscheidung zur Schließung der Kinderrettungsstelle im Südwesten Berlins der Charité Campus Benjamin Franklin. Selbst im Aufsichtsrat der Charité sitzen Sie, lieber Herr Müller, und tragen diese Entscheidung mit. Es kann aber nicht sein, dass über Jahre hinweg Patientenzahlen künstlich heruntergerechnet werden und Sie dann am Ende mangelnde Wirtschaftlichkeit des Campus Benjamin Franklin vorwerfen, ja, um dann diese Schließung der Kinderrettungsstelle zu rechtfertigen. Das ist ein absolutes No-Go. Meine Damen und Herren, nicht nur die Schließung der Kinderrettungsstelle selber, sondern auch der Vorgang des künstlichen Herunterrechnens ist ein absoluter Skandal. Wenn wir über die Stärkung des Wissenschaftsstandorts Berlin sprechen, dann sollten wir auch mal einen Blick in den Südwesten werfen, dort, wo man sich herausragende Wissenschaftseinrichtungen von Weltrang anschauen kann, die der Senat am ausgestreckten Arm hier verhungern lässt. Der Botanische Garten. Andere Städte schauen neidvoll auf die Qualität des Botanischen Gartens. Wir fordern schon lange, dass die finanziellen Mittel für die so dringend notwendige Sanierung für die Gewächshäuser bereitgestellt werden. Wenn Sie, Herr Müller, wenn der regierende Bürgermeister davon spricht, dass der Botanische Garten noch verstärkt Veranstaltungen ausrichten soll, um hier Gelder zu generieren, dann erkennen Sie hier die Realität nicht, dass es hier um eine Wissenschaftseinrichtung geht. Ich kann Ihnen an der Stelle nur zusammenfassen, Ihre Untätigkeit im Wissenschaftsbereich, die sehen die Bürger von Berlin, und die enormen Geldbeträge, die der Bund Ihnen hier zur Verfügung stellt, wird hier an der Stelle nicht über die Frage hinwegtäuschen, dass Sie eine schwache Wissenschaftspolitik an den Tag legen, Herr Bürgermeister. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt der Kollege Schulze das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Hausmann, das war jetzt eine Steilvorlage, das muss man sagen. Das stimmt, Die Linke im Bundestag hat die Exzellenz-INI, insbesondere dritte Säule, also die sogenannten Exzellenzuniversitäten, abgelehnt und wollte sie zugunsten des Hochschulpakts umverteilen, damit dieses Geld nicht in wenige Exzellenzuniversitäten fließt, sondern in die ganze Hochschullandschaft in Deutschland, das ist korrekt. Und wenn Sie sich mal mit jemandem aus Cottbus oder mal mit jemandem aus Senftenberg oder Eberswalde unterhalten, oder es gibt noch viele andere Standorte, dann werden Sie auch feststellen, oder jemanden aus Göttingen, die aus der Exzellenzinitiative ausgeschieden sind, oder aus Karlsruhe, die haben einen anderen Blick auf die Exzellenzinitiative als wir Berliner. Und trotzdem hat das natürlich nichts damit zu tun, dass wir als Linke natürlich unsere Universitäten in der Exzellenzinitiative unterstützen. Das ist doch selbstverständlich. Wenn der Wettbewerb da ist, werden die Universitäten beim Wettbewerb auch unterstützt. Das ist klar. Aber wir reden ja heute auch deswegen hier über Wissenschaft, weil 2008 die Bundeskanzlerin die Bildungsrepublik ausgerufen hat. Und es hat nur, man höre und staune, 11 Jahre gedauert, bis die Bundeskanzlerin verstanden hat, dass sich der Bund auch dauerhaft und unbefristet dann in der Wissenschaft und in der Bildung engagieren muss mit dem Hochschulpakt und dem Digitalpakt. 11 Jahre, in denen viel nachgedacht wurde. Und trotzdem ist es jetzt ein ziemlicher Erfolg, dass wir diese unbefristeten Vereinbarungen von Bund und Ländern haben. Weil die temporären Vereinbarungen, die wir bisher hatten, die immer wieder zum Spielball der Konjunktur zu verkommen drohten, die sind Geschichte. Wir werden jetzt dauerhaft Geld für Berlin in die Wissenschaft bekommen. Und das sind 10% der gesamten Hochschulhaushalte. Das ist ein ziemlicher Erfolg. Das muss man auch sagen. Und wenn man mal eine Rückschau wagt auf den Hochschulpakt, dann haben wir einen Bildungsboom in Deutschland. Im Jahr 2005 hatten wir 2 Millionen Studierende etwa, heute haben wir fast 3 Millionen Studierende. Und die Quote eines Jahrgangs, die ein Studium aufnimmt, lag damals bei 37%, heute liegt sie bei knapp 60%. Und ein Ende dieses Hochs ist nicht in Sicht. Und aus dem Studierendenberg, über den wir damals so viel gesprochen haben, ist ein Hochplateau geworden. Es ist eine grandiose Bildungsexpansion, es sind viele Bildungschancen, die verteilt worden sind an viele Menschen, die neu an unseren Hochschulen sind. Und heute redet man ja kaum noch von der Wissensgesellschaft, aber sie ist zumindest bei der Beteiligung an Hochschulbildung Realität geworden. Und auch wenn es da noch viel Diskriminierung abzubauen gibt, heute kommen so viele junge Menschen an unsere Hochschulen wie noch nie. Das ist ein Erfolg. Allerdings hat dieser Boom auch Kehrseiten. Die Ausweitung an Bildungschancen war nur deswegen möglich, weil unsere Hochschulen insbesondere in den Großstädten Höchstleistungen unter schwierigsten Bedingungen vollbrachten. Und ich erinnere mal daran,
Der Pakt war und ist unterfinanziert und die Hochschulen waren und sind immer noch unterfinanziert, auch in Berlin. Hier bei uns in Berlin quetschte die Politik in den 2000er Jahren etwa 10% aus den Haushalten heraus und sparte 75 Millionen ein. Wir erinnern uns, glaube ich, daran alle noch. Und trotzdem wuchs die Zahl der Studierenden auch in Berlin ungebremst weiter. 130.000 Studierende hatten wir 2005 an unseren Hochschulen. Heute sind es fast 190.000 Studierende. Und das, obwohl erst seit 2010 die Mittel wieder stiegen, hielten sie nicht annähernd mit diesem Wachstum mit. Das muss man klar sagen. Und erst Rot-Rot-Grün ab 2016 setzte hier mit einem jährlichen Aufwuchs von 3,5% ein klares Signal, dass das Sparen bei den Hochschulen auf Dauer ein Ende hat. Auch das als Antwort auf Ihre Vorwürfe, Herr Hausmann. Keine Landesregierung in Deutschland sichert seinen Hochschulen 3,5% jährlichen Aufwuchs zu. Das macht nur Berlin und darum beneiden uns die anderen Bundesländer. Aber, und das ist auch eine zweite Kehrseite des Booms, parallel zum Aufwuchs der Studierenden explodierten die Drittmittel an den Hochschulen. Hinter vorgehaltener Hand wird einem an unseren Universitäten berichtet, dass im Prinzip gar keine freie Wissenschaft und Forschung aus Grundmitteln mehr stattfindet. Grundmittel werden für die Lehre aufgewendet und Drittmittel für die Forschung. So ist die grobe Rechnung an den Universitäten. Und das angestellte Personal, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sind in dieser Situation die Verschiebemasse in unseren Hochschulhaushalten. Das galt lange auch für Berlin. Man muss es sich mal vorstellen. Mehr als 90% der angestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an unseren Hochschulen und Universitäten sitzen auf befristeten Stellen. Mehr als 90%. Wer nicht eine der wenigen Professorenstellen ergattert hat, fristet in der Regel ein prekäres Dasein mit Kettenbefristungen, oft auf Teilzeitstellen, die vielfach im Haupterwerb Lehre zu vergleichsweisen Dumpinglöhnen machen. Uns bleibt festzustellen, der höchst qualifizierte Bereich des öffentlichen Sektors, nämlich unsere Wissenschaftslandschaft, ist zugleich der mit den schlechtesten Arbeitsbedingungen. Das ist eine Schande, das muss man auch mal klar sagen. Diese Zustände sind nicht nur ungerecht, sondern sie sind auch der Qualität von Forschung und Lehre abträglich. Das Land Berlin, namentlich der regierende Bürgermeister Michael Müller und der Staatssekretär für Wissenschaft Steffen Krach, haben sich in den Verhandlungen mit dem Bund und den Ländern dafür eingesetzt, dass aus den Hochschulpaktmitteln zur Hälfte unbefristete Stellen eingerichtet werden müssen. Auch die Bundesbildungsministerin, und dafür muss man ihr übrigens wirklich danken, Herr Hausmann, hat sich ebenfalls dafür eingesetzt. Andere Landesregierungen hingegen lehnten diese Entfristungen der Stellen ab. Und deswegen wurde dieser Durchbruch verpasst, Entfristungen auch im Hochschulpakt zu sichern. Ich hoffe, und das ist auch ein Aufruf an die Landesregierung der anderen Bundesländer, dass die Regierungschefs von Bund und Ländern am 6. Juni hier nochmal die Entfristung mit in den Hochschulpakt aufnehmen. Die Chance haben Sie dazu. Aber wir in Berlin als Rot-Rot-Grün haben natürlich nicht darauf gewartet, bis andere Länder endlich soweit sind und endlich bei einer Personalstruktur angekommen ist, die der Zeit entspricht. Wir als Koalition haben das Thema gute Arbeit in der Wissenschaft zum Schlüsselthema dieser Legislaturperiode gemacht. Wir haben die Trendwende für gute Arbeit mit den Hochschulverträgen bereits eingeleitet. Und auch wenn Herr Hausmann die vielleicht noch nicht gelesen hat, die Hochschulverträge, 35% der Stellen sind hier entfristet anzubieten. Das ist einmalig in Deutschland, das gibt es nirgendwo. Und mit der kommenden Novelle des Hochschulgesetzes wollen wir weitere Schritte gehen, um die Personalstruktur in der Wissenschaft zu modernisieren. Denn es ist ja klar, nicht jeder und jede gute Wissenschaftlerin und Wissenschaftler kann Professorin oder Professor werden. Und viele wollen das auch gar nicht. Wir werden eine dauerhafte Stellenkategorie schaffen, die eine selbstständige wissenschaftliche Arbeit neben der Professur und im Angestelltenverhältnis ermöglicht. Diese Kategorie wird ein echter Durchbruch im bundesweiten Vergleich sein und ein klarer Standortvorteil für Berlin. Wir werden viele Menschen aus anderen Bundesländern herbekommen, die genau auf diese Stellen wollen. Und mit diesen Dauerstellen gehen wir auch einen weiteren Weg weg von der Orientierung auf einzelne Professuren mit Ausstattung hin zu dem Fakultätsmodell, wie es sich etwa in den USA bewährt hat. Wissenschaft ist ein kollektiver Prozess und kein hierarchischer Prozess. Die Zeit der Ordinarien, das wollen man auch mal sagen, muss man auch mal sagen, ist lange vorbei. Wir haben etwa mit den Hochschulverträgen aber auch die Vergütung der Lehrbeauftragten massiv erhöht. Und das war nur der Anfang. Wir wollen zukünftig den Grundsatz Dauerstellen für Daueraufgaben zum gesetzlichen Leitprinzip machen. Lehraufträge sind zwar ein gutes Instrument, um externes Wissen in die Lehre zu integrieren. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Lehrauftrag noch hat nebenbei und seine Expertise einbringt an den Hochschulen.
Dafür taugen Lehraufträge auf jeden Fall. Aber als Instrument zum billigen Füllen von Lücken in der Personaldecke sollen sie zukünftig, wenn es nach Rot-Rot-Grün geht, nicht mehr eingesetzt werden. Und zum Schluss, gute Arbeitsbedingungen sind natürlich nicht das Ziel von Wissenschaft, sondern sie dienen einem Ziel. Sie dienen dem Ziel, Wissen zu erarbeiten und weiterzugeben. Das hatte die Kollegin Schiborra auch schon angesprochen. Sie dienen dem Wissen, das der Stadt und der Gesellschaft nutzen soll. Die Milliarden, die in die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berlin gehen, müssen sich natürlich immer vor allen legitimieren, deren Steuergelder da investiert werden. Und ich erinnere mal daran, dass wir hier über relevante Milliardenzahlen in unserem Haushalt reden. Wissenschaft ist in Berlin kein Elfenbeinturm, der nur auf internationale Rankings fixiert ist. Wir haben mit den Hochschulverträgen besonders die Studiengänge ausgebaut, die unsere wachsende Stadt braucht. Sozialpädagoginnen, Verwaltungsfachleute, Polizisten, Fachkräfte in der Pflege und nicht zuletzt Lehrerinnen und Lehrer, die unsere Stadt so dringend braucht. Das sind die Studiengänge, die wir ausgebaut haben. Das sind die, die aufwachsen. Und davon haben da tatsächlich alle in der Stadt was, denn wir brauchen diese Menschen, diese hochqualifizierten Menschen dringend. Aber wir setzen auch in der Forschung Akzente für die Stadt. Mit dem kommenden Doppelhaushalt bringen wir erstmals ein landeseigenes Forschungsförderprogramm auf den Weg, das die Forschung für die wachsende Stadt unterstützen soll. Ob Gesundheit, ob Mobilität, ob Klimaschutz, ob Wohnen, ob Stadtentwicklung. Wir wollen erkunden, welche Fragen die Wissenschaft in unserer Stadt genau auf diesen Feldern für die Stadt beantworten kann. Denn wissensbasierte Stadtentwicklung ist immer die bessere Stadtentwicklung. Jeder Berliner und jede Berlinerin soll wissen, dass wir in einer Stadt des Wissens leben und dass alle davon etwas haben. Und zum Schluss, in einer Zeit, in der in anderen Ländern die freie Wissenschaft verfolgt und vertrieben wird, gehen wir genau den gegenteiligen Weg. Wir öffnen das Wissen für alle. Wir leben die Freiheit der Wissenschaft in Berlin. Und ohne eine lebendige Wissenschaft ist Berlin eben auch nicht Berlin. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat jetzt der Kollege Drefzer das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ja menschlich verständlich, die Erleichterung auf Seiten des Senats über das Zustandekommen der neuen Hochschulpakte am vergangenen Freitag muss groß gewesen sein, nachdem noch in der Nacht zuvor das Scheitern gedroht hatte. Dass die Euphorie darüber das Thema gleich in die Aktuelle Stunde gespült hat, muss man wohl der Tatsache zurechnen, dass es fast kein anderes Thema gibt, bei dem es in der Koalition zurzeit keinen Streit gibt. Damit Sie aber nicht komplett abheben, meine lieben Kollegen von der Koalition, wird es Zeit, dass wir Sie auch hier auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Denn der neue Hochschulpakt, meine Damen und Herren, ist alles andere als ein großer Wurf, und das wissen Sie auch. Ich verstehe, wie gesagt, die Erleichterung der Beteiligten, dass es zu keinem Scheitern gekommen ist, aber das Aufatmen darüber in der Koalition kann nicht verdecken, dass die Ergebnisse bei näherer Betrachtung unseren Hochschulen und dem Wissenschaftsstandort Berlin allenfalls eine Atempause verschaffen, die grundlegenden Probleme aber in keiner Weise einer Lösung zuführen und auch nur im Ansatz oder auch nur im Ansatz adressiert würden. Gerald Wagner resümierte zu den neuen Pakten gestern in der FAZ: Statt das System zu korrigieren, reproduziert der neue Pakt Strukturprobleme auf finanziell höherem Niveau. Dankenswerterweise hat ja gestern, auch pünktlich zu unserer heutigen Debatte, der Bundesrechnungshof seine Untersuchung der bisherigen drei Hochschulpakte vorgelegt, und man muss feststellen, sein Fazit fällt wirklich verheerend aus. Ich hätte mich gefreut, Sie hätten dazu vielleicht auch ein paar Worte verloren, Frau Dr. Schiborra. Der Bundesrechnungshof zählt unzählige Versäumnisse und Ineffizienzen auf. Unterm Strich heißt es sogar, dass eine sinnvolle Evaluation der Pakte aufgrund der Vertragskonstruktion bislang überhaupt nicht möglich ist. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten aus der vernichtenden Kritik des Rechnungshofes: Das Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger ist gekennzeichnet durch Fehlentwicklungen, Verstöße und im Haushaltsvollzug und ein intransparentes Berichtswesen. Wichtige Ziele hat es verfehlt, ist dort nachzulesen. Und weiter heißt es: Fraglich ist auch, ob die Länder die Gesamtfinanzierung der Ziele des Hochschulpakts in dem vereinten Baden-Umfang überhaupt gesichert haben. Zitat Ende. Der Rechnungshof
nennt übrigens Herr Müller unter den Ländern, bei denen die Pro-Kopf-Ausgaben pro Student und die Betreuungsrelationen trotz der Paktgelder gesunken sind, ausdrücklich Berlin. Es wäre schön, wenn Sie zu diesem Vorwurf anschließend in Ihrer Erklärung etwas sagen könnten, Herr Müller. Aber es kommt noch dicker. Der Rechnungshof warnt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Hochschulpakte wichtige Ziele verfehlt haben, vor einem neuen, unkündbaren Finanzausgleich und fordert den Bund auf, ein Kündigungsrecht geltend zu machen, falls die Ziele weiter nicht erreicht werden. Und für Berlin besonders bekannt, Herr Müller, der Bundesrechnungshof rügt die Sonderregelungen für die Stadtstaaten, die sich der Senat als besonderen Erfolg ans Revers geheftet hat. Es ist also gut möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Bundestag die Hochschulpakte vor dem Hintergrund dieses Berichts noch einmal kippt, hat doch der Haushaltsausschuss des Bundestages gestern einstimmig die vereinbarten Pakte aus den genannten Gründen zur Überprüfung angefordert. Aber selbst wenn es nicht zum Schlimmsten kommen sollte, und niemand will hier den Teufel an die Wand malen, Herr Müller, in jedem Fall werden es die Zielvereinbarungen in sich haben, die das Haus von Frau Ministerin Karliczek jetzt vom Senat verlangen wird. Da kann sich der Senat nach der Kritik des Rechnungshofs auf einiges gefasst machen. Das unbekümmerte Spiel jedenfalls mit den unkonditionierten Bundesmillionen könnte schneller vorbei sein, als es dem Senat lieb ist. Wir als AfD-Fraktion haben immer wieder davor gewarnt, dass die starke Abhängigkeit der Länder von den Bundesmitteln eines Tages zu einem bösen Erwachen in der Hochschulpolitik führen könnte. Der Vorgang macht doch deutlich, wie stark die Abhängigkeit dass ein erheblicher Teil der Grundfinanzierung für die Hochschulen wegbricht und damit die Länder in große finanzielle Verlegenheit stürzt. Hören Sie doch einfach weiter zu, Herr Schneider. Die Antizipation solcher Risiken gehört eben auch zu einem realistischen Komme ich gleich dazu, Herr Schneider. Warten Sie doch eine Sekunde. Die Antizipation dieser Risiken gehört eben auch zu einem realistischen Lagebild, wenn wir über die Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts reden. Und da kann ich Ihnen nur raten, Herr Schneider, fangen Sie rechtzeitig an, über diese Eventualitäten nachzudenken, bevor Sie dann unsanft aus Ihren Blütenträumen einer Bildungsexpansion zum Nulltarif gerissen werden. Es gibt ja auch Kollegen, aus der SPD, die schon ein bisschen weiter sind als Sie, Herr Schneider und Frau Dr. Ciborra. Die beiden Sozialdemokraten Nils Heisterhagen und Christian Tribowski haben zum Beispiel vor wenigen Tagen in der FAZ die Einführung von Studiengebühren gefordert. Ein mutiger Vorschlag, kann ich da nur sagen, den die beiden möglicherweise aus dem Bildungskonzept der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus entnommen haben. Denn Studiengebühren, meine Damen und Herren, und zwar im Idealfall nachgelagerte Studiengebühren, sind auch nach unserer Auffassung ein geeignetes Instrument, um Vorsorge zu treffen für Zeiten, wenn das Manna der Steuerzahler nicht mehr vom Himmel fällt. Und vor allem sind Sie eben auch ein Mittel sozialer Gerechtigkeit. Das sollten Sie als Sozialdemokraten wissen. Weil Sie diejenigen, weil Sie diejenigen an den Ausbildungskosten für Akademiker beteiligen, die davon auch den größten Nutzen haben, nämlich die nach ihrem Studium gut verdienenden Akademiker selbst. Es ist einfach unsozial und einer regierenden Arbeiterpartei eigentlich unwürdig, dass dafür die Busfahrer, Poliere und Krankenschwestern mit ihren Steuern herhalten sollen, meine Damen und Herren. Außerdem, und das ist für den Wissenschaftsstandort von Bedeutung, sind Studiengebühren ein geeignetes Mittel zur Sicherstellung und Rückgewinnung der Autonomie der Hochschulen, welche durch die zunehmende Zentralisierung der Wissenschaftsentscheidungen an der Spitze der Ministerien immer stärker ausgehöhlt wurde. Aber vielleicht ist das ja gerade Ihr Ziel, Herr Schneider, die Hochschulen langfristig noch mehr an die kurze Leine der Politik zu legen, als das bislang schon der Fall ist. Wenn man sich nämlich anschaut, wie Sie beispielsweise in Ihrem Antrag zur kolonialen Vergangenheit mal eben in die Curricula der Universitäten hineinregieren wollen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ihnen autonome Hochschulen, die selbst entscheiden, wo sie ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte setzen, eher ein Dorn im Auge sind. Ein Anhaltspunkt dafür ist leider auch Ihr laxer Umgang mit den Bedrohungen der Freiheit von Wissenschaft und Forschung, denen sich die Hochschulen in zunehmendem Maße ausgesetzt sehen. Gerade im April, meine Damen und Herren,
hat der Hochschulverband vor einer zunehmenden Intoleranz an den Universitäten und einem wachsenden Klima der Unduldsamkeit in den Hörsälen gewarnt. Und da muss man gar nicht ins Ausland oder in die Türkei schauen. Auch in Berlin gibt es Einschüchterungsversuche und Gesinnungsterror gegen einzelne Wissenschaftler. Das wissen Sie, Herr Müller. So wurde Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität, von einer linken Studentengruppe unter anderem auf einem Blog mit dem Titel Münklerwatch anonym diffamiert. Und der Historiker Jörg Barbarowski sieht sich seit geraumer Zeit, ohne dass Sie je was dazu gesagt hätten, Herr Müller, Anfeindungen und Bedrohungen linker Splittergruppen ausgesetzt. Zuletzt wurde die Tageszeitung gespielt, um Professor Barbarowski mit einer verzerrten Berichterstattung gezielt zu schaden. Das sind beschämende Vorgänge, und Ihr Schweigen dazu zeigt, dass Sie nicht verstanden haben, worum es bei der Sicherung des Wissenschaftsstandorts Berlin eben auch geht. Und zwar ganz grundsätzlich um die Verteidigung der Meinungs-, Wissenschafts- und Forschungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Weil da sind nämlich die unabdingbare Voraussetzung für jede Wissenschaft und Forschung. In einem Klima der Angst und Selbstzensur kann keine freie Wissenschaft gedeihen. Und hier gilt es, den Anfängen zu wehren, denn wir dürfen nicht zulassen, dass kleine linksradikale Splittergruppen sich an den Berliner Universitäten als Gedankenpolizei etablieren und kritische Professoren über Jahre hinweg terrorisieren. Und noch ein weiteres Herr Kollege Trefzer, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulze zulassen. Keine Zwischenfrage. Danke. Und noch ein weiteres kommt hinzu, meine Damen und Herren. Etwas, was eigentlich zum Einmaleins der Standortpolitik gehört. Die Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Berlin sicherstellen bedeutet neben der Wahrung der Wissenschaftsfreiheit auch ganz banal, dass die Stadt für Wissenschaftler und ihre Familien attraktiv bleiben muss. Denn nur wenn die Stadt für die Wissenschaftler attraktiv bleibt, kann langfristig auch der Wissenschaftsstandort Berlin punkten. Und da machen Sie in Ihrer Wohnungsbaupolitik, in der Verkehrspolitik, aber auch in der Sicherheits- und Migrationspolitik gerade so ziemlich alles, um Berlin unattraktiv zu machen. Um den Wissenschaftsstandort Berlin wirklich zukunftsfähig zu machen, brauchen Wissenschaftler nämlich Wohnraum und Büros. Sie brauchen Sicherheit im öffentlichen Raum. Sie wollen nicht durch mangelnde Verkehrsanbindungen unnötig gestresst und durch Kriminelle in Universitätsbibliotheken beklaut oder bedroht werden. Sie wollen ihre Kinder in ausreichend ausgestattete Kindergärten und Schulen schicken. Sie wollen nicht lange auf Ämtern warten. Und sie wollen nicht, dass ihre Unternehmensausgründungen behindert oder gar von Zwangskollektivierung bedroht werden. Mit anderen Worten, Herr Müller, wer von der Zukunftsfähigkeit des Wissenschaftsstandorts Berlin redet, kann von der Unfähigkeit und dem Versagen des Senats auf allen wesentlichen Politikfeldern nicht schweigen. Hier liegt die größte Herausforderung für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nunmehr Frau Pirott das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe junge Fans. Wir Berlinerinnen und Berliner sind ja bekanntlich ganz gut im Unzufriedensein, hat man mal wieder gelesen heute, und im Meckern. Und wir Politikerinnen und Politiker sind ganz gut im andere kritisieren und auch runtermachen. Und wenn es um uns selbst geht, uns Lob zu hudeln. Ich bin auch erst seit einigen Monaten wissenschaftspolitische Sprecherin meiner Fraktion, aber ich bin mir ganz sicher, eins schon richtig einschätzen zu können. Diese Koalition hat gemeinsam mit den Hochschulen, den wissenschaftlichen Instituten, den Forschungseinrichtungen und der Charité Berlin wieder zu dem internationalen Wissenschaftsstandort gemacht.
In diesem Rahmen möchte ich mich ganz herzlich bei allen dafür bedanken, die dazu beigetragen haben. Und mein ganz besonderer Dank gilt meiner Vorgängerin Anja Schill-Hanek. Durch ihr Engagement habe ich ein Top-Umfeld für grünes Handeln in Forschung und Wissenschaft vorgefunden. Uns als Koalition ist die Bedeutung der Wissenschaft nicht nur als Wettbewerbsvorteil, sondern auch ihre gesellschaftliche Bedeutung für die ganze Stadt sehr bewusst. Daher investieren wir viel in die Berliner Wissenschaftseinrichtungen und haben uns im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Entwicklung der Hochschulen noch mehr zu unterstützen und noch stärker auf die Bedarfe der wachsenden und sich auszudifferenzierenden Stadt einzustellen. Denn eins ist klar, meine Damen und Herren, Wissenschaft findet nicht im Elfenbeinturm statt, sondern ist eine wichtige Schnittstelle zur Wirtschaft und zur ganzen Stadtgesellschaft. Sie trägt zum Wohlstand und damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei und legt die Grundlagen für eine wissensbasierte und digitale Gesellschaft. Eine Stadt wie Berlin braucht gute, leistungsfähige und offene Hochschulen. Zum einen im Wettbewerb um Köpfe und Ideen konkurrenzfähig zu bleiben und zum anderen sich sozial und ökologisch weiterzuentwickeln. Und Berlin ist hier traditionell stark. Unsere Hochschulen, ob Universität oder nicht, sind renommiert und ziehen Studierende und ForscherInnen aus der ganzen Welt an. Kein Bundesland hat gemessen an den Studienzahlen aus dem Jahr 2005 so viele Studienplätze geschaffen wie Berlin. Kollege Schulze hat es schon genannt. Und das unter schwierigen finanziellen Bedingungen. Aber Quantität ist nicht alles, es kommt auch auf die Qualität an. Mit den Hochschulverträgen hat unsere Koalition gezeigt, dass es nach langen Jahren des Sparens und der Mangelverwaltung auch endlich wieder anders geht. Wir haben den Hochschulen bis 2022 pro Jahr Aufwüchse von 3,5% pro Jahr zugesagt und ihnen bereits hiermit noch vor Abschluss der neuen Wissenschaftspakte langfristig Planungssicherheit geschaffen. Die dort verhandelten Maßnahmen zur Qualitätssicherung, vom Aufwuchs bei Dauerstellen über die Einführung eines Mittelbaus bei Fachhochschulen bis hin zu Förderung von Digitalisierung und Open Access an den Hochschulen sind zukunftsweisend und werden nun Schritt für Schritt von den Hochschulen umgesetzt. Gleichzeitig investieren wir massiv in die Sanierung unserer Hochschulen und bauen auch hier langsam, aber stetig den Rückstand der letzten Jahre ab. Unsere Halbzeitbilanz ist also sehr positiv, meine Damen und Herren. Und genau an diese Erfolge werden wir weiter anknüpfen. Die am letzten Freitag auf einer Pressekonferenz der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz verkündeten Ergebnisse zur Nachfolge der Wissenschaftspakte geben uns nun auch für die Zukunft den nötigen Spielraum und vom Bund mehr Rückenwind für unsere Bemühungen. Michael Müller und Steffen Krach haben lange und intensiv verhandelt und schlussendlich für Berlin ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Ich hebe diese Leistungen hervor, da ja die Ausgangssituation für die Verhandlungen der Pakte nicht die beste war. Ich kann es nicht anders sagen, und da bin ich mit Herrn Dr. Hausmann nicht besonders d'accord, dass die Bundesministerin Karliczek es schon bei den Haushaltsberatungen im Bund versäumt hat, für ihr Ressort zu kämpfen und den Bundesfinanzminister von der herausragenden Bedeutung von Bildung und Forschung zu überzeugen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich es schade finde, dass man bei so einem Thema überhaupt Überzeugungsleistung leisten muss. Die Bedeutung der Wissenschaft für Berlin kann ich Ihnen aus meiner Funktion als wissenschaftspolitische und gleichzeitig gesundheitspolitische Sprecherin nur bestätigen. Das Ziel, Gesundheitsstadt 2030 zu werden, ist nur zu erreichen, wenn Wissenschaft, Forschung und gesundheitliche Konzepte Hand in Hand gehen. Ein Beispiel hierfür ist auch die Integration des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung in die Charité. Auch hier gehen Bund und Land gemeinsam neue Wege und stärken die Wissenschaft im Land. Mit dem BIC engagiert sich erstmalig der Bund in einer Landeseinrichtung. Und es fließen in diesem Jahr sind es immerhin 75 Millionen nun direkt in die exzellente wissenschaftliche Arbeit der Charité.
Meine Damen und Herren, ich habe mit Abschluss der neuen Wissenschaftspakte, den Zukunftsplänen für das BIC, den Erfolgen bei der Ansiedlung außeruniversitärer Forschungsinstitute und der anhaltenden Attraktivität Berlins als Studienstandort ein äußerst gutes Gefühl. Mit dem Engagement des Bundes und der Finanzierung durch das Land mit einem jährlichen Aufwuchs von 3,5% in die Zukunft der Wissenschaftslandschaft ist Berlin mehr als gesichert. Das ist gut, denn Wissenschaft und Forschung passen zu Berlin und tragen dazu bei, dass die Stadt bleibt, wie sie ist. Bunt, lebendig und progressiv, Herr Trefzer. Und natürlich warte auch ich jetzt bei aller berechtigten Kritik gespannt auf den 19. Juli, an dem wir hoffentlich den Erfolg unserer Universitäten in der zweiten Förderlinie der Exzellenzstrategie feiern können. Unser solides Fundament in der Wissenschaftslandschaft ermöglicht es uns stärker, auf unsere eigentlichen Zukunftsprojekte einzugehen. Das bedeutet, und ich erwähne das hier jetzt auch ganz explizit, wir müssen neben der Quantität und Qualität der Studienplätze auch Wohnraum für die Studierenden schaffen, und zwar bezahlbaren Wohnraum. Was nützt der heiß ersehnte Studienplatz, wenn er nicht angenommen werden kann, da einfach keine Bleibe gefunden wird? Frau Kollegin, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Trefzer zulassen. Nee, danke. Zweitens, wir müssen unsere Universitäten und Hochschulen noch weiter öffnen. Unsere Gesellschaft ist divers. Das sollte sich in Zukunft auch noch stärker in unseren Wissenschaftseinrichtungen widerspiegeln. Und drittens, auch unser Wissenschaftssystem existiert nicht einfach im luftleeren Raum. Globale Herausforderungen wie der Klimawandel, Ressourcenmangel und internationale Konflikte gehen uns alle an und müssen auch und gerade an den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen diskutiert werden. Wir brauchen klare Konzepte zu Nachhaltigkeit und Fairness, und wir wollen, dass alle dabei mitreden können, wenn es darum geht, unsere Hochschulen weiterzuentwickeln, egal ob Studierende, MitarbeiterInnen oder ProfessorInnen. Und last but not least, Kollege Schulze und Frau Ina Ciborra sind darauf eingegangen, wir müssen wirklich daran arbeiten, gute Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten an unseren Hochschulen zu schaffen. Unbefristete Verträge sind die Grundlage für Planungssicherheit für Menschen in einer Lebensphase, in der oftmals Familien gegründet oder Karrierewege verstetigt werden. Ich möchte eigentlich nie wieder den Satz hören, ich habe mich gegen etwas entschieden, weil ich nicht weiß, wo ich nächstes Jahr, im nächsten Monat oder überhaupt arbeiten werde. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, wir sind schon sehr gut aufgestellt, aber es gibt auch noch viel zu tun in der Wissenschaftspolitik, und für Berlin packen wir es an. Für die FDP-Fraktion hat jetzt der Kollege Förster das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Mein Kollege Paul Fresdorf sagte gerade neben mir, wie schön, dass wir heute bei einer Debatte zur Wissenschaftspolitik schon so viele Vorlesungen gehört haben. Insofern ist das vielleicht auch ganz passend. Aber in der Tat, aktuelle Stunden sind meist kontrovers, und das rhetorische Klingenkreuzen zwischen Regierung und Opposition vor den interessierten Augen der Weltöffentlichkeit. Naja, fast Weltöffentlichkeit. Um die Erwartungen diesbezüglich etwas zu dämpfen. Eine Blutschweiß- und Tränenrede ist auch von mir diesbezüglich jetzt nicht zu erwarten, denn Wissenschaftsforschung, zugegeben, ist ein Bereich, der doch ganz gut läuft. Auch und gerade deswegen, weil in hoher Kontinuität auch zu den Vorgängersenaten gearbeitet wird und eben nicht bei jedem Regierungswechsel alles über Bord geworfen wird. Auch das ist manchmal ganz wohltuend. Nun ist das Thema seit dieser Wahlperiode ja auch Chefsache und direkt bei Ihnen, Herr Regierender Bürgermeister im Roten Rathaus, angesiedelt. Und da Sie an aktuellen Stunden noch immer viel Kritik von der Opposition für das abbekommen, was nicht funktioniert in dieser Stadt, will ich an der Stelle aber auch mal anerkennen, dass Sie neben anderen Verpflichtungen im hohen Maß auch als Senator für Wissenschaft und Forschung Termine wahrnehmen und Präsenz zeigen. Auch das fällt positiv auf, will ich ausdrücklich sagen. Gleiches, auch wenn er jetzt nicht da ist, gilt auch im besonderen Maße für Herrn Staatssekretär Krach.
der mit großer Detailkenntnis, mit einer sachlichen Diskussionskultur und auch mit Respekt vor Fragen und Themen, die die Opposition setzt, agiert. Auch das sei an der Stelle lobend erwähnt. Und liebe Koalition, nehmen Sie das bitte als Hinweis mit, da Sie ja mittlerweile monatlich einen Staatssekretär auswechseln. Der Krach darf gerne bleiben. Ne? Ansonsten will ich auch darauf verweisen, und da beziehe ich ausdrücklich das gesamte Haus mit ein, dass wir auch eine gute und überparteiliche Zusammenarbeit im zuständigen Fachausschuss für Wissenschaft und Forschung pflegen, wo wir auch gegenseitig von Themen profitieren, die andere setzen, wo wir auch voneinander lernen und Dinge auch so diskutieren, dass am Ende nicht immer die eigene Meinung recht haben muss. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Thema künstliche Intelligenz, was Adrian Krasse beigesteuert hat, an die Folgen des Brexit für die Berliner Wissenschaft, das hat Ina Cibora auf die Tagesordnung gesetzt. Nico Ludwig hat uns über grüne Chemie schlauer gemacht, Martin Treffzer über Plagiate und Tobias Schulz über die Einrichtung eines Mittelbaus an Fachhochschulen. Wir haben eine große und gute Bandbreite, die wir da auch bearbeiten. Und ich glaube, die Anhörungen sind wirklich immer zielführend und auch gewinnbringend für uns alle. Und das ist ja auch wohl nicht in allen Ausschüssen so. Ich bin ja auch in einigen. Insofern ist das auch etwas, was man mal hervorheben kann. Nun zu den Herausforderungen für die Zukunft. Ich habe das mal in, ja, 8 Punkte gegliedert, und bevor Sie jetzt fragen, warum macht der Förster 8 Punkte und nicht 7 oder 9, ich habe einfach gedacht, nach dem ersten Teil hast du nur etwa 7 Minuten und mehr als 8 Punkte schaffst du nicht. Also von daher, es hätte auch einer mehr oder einer weniger sein können. Bei dem Thema kann man jede Menge unterbringen. Also, erstens Verzahnung von Wissenschaft und Forschung. Ich bin froh darüber und ich glaube mittlerweile auch das ganze Haus, dass Wissenschaft und Forschung wieder eine Einheit bilden, auch im Senat. Das war ja unter der CDU-Senatorin auseinandergerissen worden. Forschung war dann bei Wirtschaft und Wissenschaft war dann alleine. Ich glaube aber auch, beides gehört zusammen und ist heute kaum noch voneinander zu trennen. Die Universitäten machen eben neben klassischer Lehre auch zunehmend Forschung auf hohem Niveau. Die Fachhochschulen kommen auch nicht umhin, neben der praxisbezogenen Ausbildung diese mit wissenschaftlichem Arbeiten zu vertan. Das Institut für angewandte Forschung, das IFAF sei genannt, und auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen leisten eine großartige Arbeit. Also wenn wir in Berlin weiterhin Erfolg haben wollen, dann bitte Wissenschaft und Forschung gemeinsam denken. Zweitens die baulichen Voraussetzungen für inhaltliche Erweiterungen. Klingt banal, ist aber so, das Wachstum der Einrichtungen wird nur funktionieren, wenn bauliche Erweiterungen wesentlich schneller vorankommen, wenn es nicht 10 Jahre dauert, die von der Planung bis zur Fertigstellung eines Gebäudes vergehen. Und ja, die Universitäten und Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen dürfen auch gerne die Bauträgerschaft übernehmen, müssen dann aber auch geeignetes Personal haben, um diesen Spagat neben ihren eigentlichen Aufgaben meistern zu können oder gegebenenfalls geeignete Büros beauftragen. Und wir haben ja hier auch einen erheblichen Sanierungsrückstau, der angegangen und abgearbeitet werden muss. Wissenschaftler und Forscher kommen nur in ein Arbeitsumfeld, wo man sich wohlfühlt und auch modern arbeiten kann. Es ist nicht nur der Putz, der von der Decke fällt, auch die Infrastruktur muss stimmen. Wenn die Steckdose fürs Ladekabel im Nebenraum ist, wird es eben nicht funktionieren. Und deswegen ist da auch Investitionsbedarf. Drittens, Hausaufgaben rechtzeitig machen, dann Schwerpunkte setzen. Wir müssen in der Politik natürlich auch unsere Hausaufgaben machen und dürfen die Hochschulen mit unseren Forderungen nicht überrennen. Als uns dann einfiel, wir brauchen mehrere tausend Lehrerinnen und Lehrer, musste die Humboldt-Universität dann einspringen. Als die HWR die Polizeiausbildung deutlich erhöhen sollte, war das auch in der Kürze der Zeit schwierig auf den Weg zu bringen. Gleiches geht für die Pflege bei der ASH. Es ist gar nicht so schwer, ein paar tausend Studienplätze mehr zu schaffen. Aber sie müssen auch mit geeigneten Menschen geführt werden. Vor allen Dingen in der Lehre müssen auch geeignete Personen da sein. Und einfach mal ein paar tausend Plätze mehr auszufüllen, klappt ebenso nicht. Hier hat die Politik leider über viele Jahre gepennt, rechtzeitig die Voraussetzungen zu schaffen. Die Hochschulen müssen es jetzt ausbaden. Wir sollten künftig auch frühzeitiger anzeigen, welche Bedarfe wir haben, damit sie auch entsprechend erfüllt und gedeckt werden können. Viertens, Einrichtungen an einem Standort bündeln. Bei Universitäten aufgrund der Größe natürlich nicht machbar. Bei den Fachhochschulen klappt es zum Teil. Die ASH in Hellersdorf ist ein Beispiel. Die Ein-Campus-Idee der HTW in Schöneweide, HTW an die Spree. Das ist ja auch ein Konzept, was wir, glaube ich, parteiübergreifend unterstützen und was jetzt aber auch auf den Weg gebracht werden muss. Gibt es auch ein Zeitfenster, was sich irgendwann schließt, um den Peter-Behrens-Bau nutzen zu können. Auch das ist ja etwas, was dem Standort Oberschöneweide gut tut. Aber Oberschöneweide tut auch der HTW gut, denn dort gibt es kein Unternehmen, was nicht mit der HTW kooperiert. Also eine Win-Win-Situation für beide Bereiche. Fünftens, Universitätsmedizin stärken, und damit meine ich ausdrücklich auch die Charité nicht mit Aufgaben zu überfrachten und dort auch Schwerpunkte zu setzen. Ich will ausdrücklich sagen, auch wenn es dafür noch ein paar Monate zu früh ist,
Auch der scheidende Vorstandsvorsitzende Herr Einhäupel hat in den 12 Jahren wirklich Großartiges geleistet. Die Charité hat ja auch schwierige Aufgaben bekommen. Sie sollte eine schwarze Null schreiben, sollte Geld verdienen, sollte sich konsolidieren. Und da hat nicht immer alles 100% funktionieren können, was wir auch heute an Anforderungen haben. Aber dann heute zu sagen, dass bestimmte Dinge eben nicht so sind, wie man sie haben wollte, das waren die Vorgaben der Politik auch auf die Charité. Und wenn die Charité dann eben auch für jede Schürfwunde zuständig sein sollte und wir heute dann aber sagen, wenn sie sich auf die universitäre Forschung konzentrieren soll, dann ist das auch wieder falsch, dann kann das so auch nicht gehen. Wir wollen Spitzenmedizin in dieser Stadt und das leistet die Charité in herausragendem Maße, aber sie braucht auch unsere alle Unterstützung, um diesen Weg weiterzugehen. Sechstens, Spitze braucht Breite, aber Breite braucht auch Spitze. Und damit meine ich eben, dass wir jetzt schon eine große Bandbreite haben, aber auch aufpassen müssen, dass uns diese nicht verloren geht. Wir haben auf der einen Seite auch über die Exzellenzstrategie eben auch bewiesen und werden es künftig hoffentlich im verstärkten Maße tun können, dass wir in der Lage sind, auch herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt zu uns zu holen. Und das ist auch ein wichtiger Baustein, den brauchen wir auch. Aber eben universitäre Bildung, Fachhochschulen eben auch, ist auch ein Bereich, wo man auch der breit entsprechende Angebote machen sollte und auch weiterhin entsprechend auch die Kooperation mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Ähnlichem suchen soll. Wo wir gerade beim Thema außeruniversitäre Einrichtungen sind, wir haben so viele tolle Institute in dieser Stadt. Ich sage mal bei mir am Müggelsee, das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei kennt kaum einer. Die sind aber weltweit führend in bestimmten Bereichen der Gewässerforschung. Auch gerade, wenn ich mal in Richtung Robert Schallach gucke, der immer dann fragt, wie es dem Stör geht. Ne? Gerade was den Stör betrifft und die Wiederansiedlung des Störes ist ein weltweit führendes Projekt. Ich will nur sagen, das ist alles Nische, aber auch diese wunderbaren Nischen haben wir in der Stadt, Gott sei Dank. Und auch das ist Spitzenforschung, die wir in dieser Stadt haben. Siebtens, Citizen Science, Bürgerwissenschaften stärken. Gerade die Bürgerschaft auch stärker in Forschung und Wissensvermittlung einzubeziehen, ist was Wunderbares. Ich hatte jetzt mit dem Kollegen Heinemann die Gelegenheit, vorgestern Nacht im Volkspark Friedrichshain auf Einladung des Naturkundemuseums auf den Spuren der Nachtigall unterwegs zu sein und den Forschungsfall Nachtigall entsprechend auch zu sehen. Das ist eines von 13 Projekten in Deutschland zum Thema Citizen Science, wo eben wirklich auch Natur und Wissensvermittlung zur Natur auf eine breite Basis gestellt wird. Die Leute können auch selber ihre Nachtigallstimmen einschicken, können die kartografieren, können da auch mitmachen. Und das führt ja auch zu einem Naturverständnis, was notwendig ist. Wir geben so viel Geld in Wissenschaft und Forschung. Und die Leute, wenn wir auf der Straße 100 Leute befragen, was passiert damit, wissen die allerwenigstens eine Antwort. Also der beste Weg ist doch, die Leute einzubeziehen, selber mitmachen zu lassen. Dann lernen sie auch, worum es geht und wir profitieren alle davon. Und achtens, Berlin muss ein attraktiver Standort sein. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Dazu gehört eben bezahlbarer Wohnraum, dazu gehören funktionierende Verkehrssysteme, dazu gehören eben auch ausreichend Kita- und Schulplätze und eine funktionierende Verwaltung, dass die Leute, die hierher kommen, eben nicht ein halbes Jahr im Bürgeramt warten, ehe sich anmelden können. Das sind alles die Rahmenbedingungen, die Berlin auch leisten muss. Dann ist mir um die Zukunft der Stadt auch nicht bange. Ich sage mal, Wissenschaft und Forschung ist für Berlin künftig und jetzt auch das, was für Baden-Württemberg noch die Automobilindustrie ist. Welchen Weg die einschlägt, wissen wir nicht. Dass Wissenschaft und Forschung attraktiv bleibt für die Stadt, ist, glaube ich, keine Prophezeiung, sondern eine Tatsache. Insofern sollten wir gemeinsam daran arbeiten, dass das auch Wirklichkeit wird. Ich sehe gerade noch 12 Sekunden, dann war es gut, die 8 Punkte gewählt zu haben und nicht 7 oder 9. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für den Senat spricht der Regierende Bürgermeister Müller. Bitte schön, Herr Regierender Bürgermeister. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich glaube, erst einmal eint alle Wissenschaftspolitikerinnen und Wissenschaftspolitiker die Freude darüber, dass wir heute die Aktuelle Stunde eben zu diesem Thema haben und dass wir einmal uns mit einem Thema hier auseinandersetzen können und ja eigentlich auch ohne große Auseinandersetzung jenseits von Detailfragen, wo man auch mal unterschiedliche Positionen hat, aber dass wir uns einem Thema mal hier widmen können, was leider nicht selbstverständlich jeden Tag sich auf den Titelseiten wiederfindet, aber was tatsächlich von herausragender Bedeutung für unsere Stadt ist. Ja, und es ist richtig, letzten Freitag haben Bund und Länder gemeinsam einen großen Schritt nach vorne gemacht und eine wichtige Einigung erzielt für die Zukunftsfähigkeit und Innovationsfähigkeit unseres Landes. Ja, wirklich für die Zukunft unseres Landes und auch für unsere Stadt ist es von großer Bedeutung, was da miteinander verabredet werden konnte. Es geht um die Finanzierungsfragen und die Verteilungsmechanismen in diesen drei wichtigen Bund-Länder-Pakten. Und es geht eben insgesamt bis 2030 um
um ein Volumen von rund 160 Milliarden Euro. Das sind nicht Peanuts, sondern das ist richtig viel Geld im System. Aber, lieber Herr Kollege Hausmann, ich will es an der Stelle vorsichtig formulieren. Glauben Sie mir bitte, dass parteiübergreifend die Länderminister eine wichtige Rolle gespielt haben, damit es zu dieser Einigung kommen konnte. Weil wir gemeinsam, nämlich parteiübergreifend, ich betone es, dem Bund auch wieder in alle Richtungen verdeutlichen konnten, dass der Bund in einer Pflicht ist. Es handelt sich hier um eine nationale Aufgabe, wenn wir darüber reden, wie wir in Wissenschaft und Forschung uns zukunftsfähig aufstellen. Stimmt. Die Länder und auch das Land Berlin müssen ihren Teil dazu beitragen, müssen kofinanzieren, müssen eigene Akzente setzen. Sie haben völlig recht. Aber es geht um einen harten internationalen Wettbewerb, in dem wir uns befinden. Und da muss der Bund auch seine Pflicht übernehmen und muss die Länder mit unterstützen. Es geht nicht um einen Wettbewerb zwischen Berlin und München oder zwischen Göttingen und Karlsruhe. Es geht um einen Wissenschaftswettbewerb zwischen Deutschland und Frankreich. Oder Deutschland und China. Oder von mir aus auch der Hauptstädte Berlin und London. Darum geht es. Und es ist gut und richtig, dass wir es erreichen konnten, dass der Bund hier sagt, wir stehen auch zu unserer Verantwortung und wir werden langfristig mit den Ländern gemeinsam in Milliardengrößenordnung Wissenschaft und Forschung stärken und Planungssicherheit geben, meine Damen und Herren. Ja? Und Wissenschaft und Forschung sind tatsächlich aus meiner Sicht die positiven Treiber der gesamten Berliner Entwicklung in den letzten Jahren. Es ist kaum noch etwas zu trennen von Wissenschaft und Forschung. Wenn wir uns mit den Fragen der Stadtentwicklung auseinandersetzen, einer der Kollegen hat es eben schon angesprochen, wenn wir uns auch mit ethischen Fragen auseinandersetzen, mit Integrationsfragen auseinandersetzen, wenn wir wollen, dass es wirtschaftlich weiter bergauf geht mit der Stadt. Es ist uns gelungen, in den letzten Jahren die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Aber wenn wir wollen, dass wir auch von diesen 7%, die wir haben, wegkommen und die Arbeitslosigkeit deutlich reduzieren können, dann wird das im Wesentlichen nur über Wissenschaft und Forschung gelingen, meine Damen und Herren. Und ich sage ganz klar, und da unterscheidet uns tatsächlich viel, Herr Trefzer, ich sage ganz klar, für ein gutes und soziales Zusammenleben in unserer Stadt ist mir in der Bildungspolitik, und zwar von der Kita bis zur Universität, die Gebührenfreiheit wichtig. Ja, es ist so. Und man kann immer wieder, Sie können für alles die Begründung finden, warum keine Kita-Gebühren und warum sollen nicht die Schulbücher bezahlt werden und das Schulessen und natürlich Studiengebühren und. Kann man alles hin und her diskutieren. Aber ich sage es ganz eindeutig, diese Koalition hat sich dafür entschieden, dass es keinerlei Hürden und Barrieren geben soll im Zugang zu Bildung. Und es beginnt bei der Kita und es endet bei der Universität und es zeichnet diese Stadt aus. Auch deswegen sind wir so ein Magnet und Anziehungspunkt, weil es eben keine sozialen Hürden gibt, weil wir auf Gebührenfreiheit setzen in der gesamten Bildungskette und das wird auch so bleiben. Über 250.000 Menschen studieren, forschen, lehren und arbeiten inzwischen an 11 staatlichen und gut 30 privaten Hochschulen und über 70 anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch. Berlin ist damit der größte und dynamischste Wissenschaftsstandort Deutschlands. In den vergangenen Jahren hat Berlin mit gut 1,5 Milliarden Euro jährlich mit Abstand am stärksten von all den Verabredungen auf Bundesebene von den Bund-Länder-Pakten auch profitiert. Und wir werden auch vom neuen Pakt für Forschung und Innovation, der mit 120 Milliarden das größte Volumen aufweist, überdurchschnittlich stark profitieren. Es lässt sich noch nicht auf den Cent berechnen, wie die Mittelströme sich da entwickeln werden. Aber für Berlins außeruniversitäre Forschung und ihre Entwicklung in unserer Stadt ist das Ergebnis dieser Verhandlungen von herausragender Bedeutung und sehr gut. Die bisherige jährliche 3%ige Dynamisierung bleibt erhalten und wird künftig von Bund und Ländern gemeinsam getragen. Und wir haben diese Forderung des Bundes durchaus unterstützt, weil sie wichtig war für unsere außeruniversitären Forschungseinrichtungen und weil sie ein klares Bekenntnis zu einer nachhaltigen und verlässlichen Forschungsfinanzierung darstellt. Diesen Ansatz haben wir im Übrigen auf Landesebene bereits im vergangenen Jahr mit der 3,5%igen Dynamisierung der Hochschulfinanzierung umgesetzt und haben damit auch bundesweit ein deutliches Signal gesetzt. Der zweite Pakt
bei dem wir eine Einigung erzielt haben, ist die Fortführung und Neuausrichtung des Qualitätspakts Lehre. Dieser wird ab 2021 als Pakt für Innovation in der Hochschullehre mit insgesamt 150 Millionen Euro weitergeführt. Und der dritte Pakt im Bunde ist eben der Hochschulpakt, der ab 2021 als Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken mit 1,88 Milliarden Euro jährlich weitergeführt wird und der ab 2024 dann auf 2,05 Milliarden mit Euro anwächst und ab dem Jahr 2027 zwischen Bund und Ländern neu verhandelt wird. Und ich glaube, auch das ist eine gute und wichtige Entscheidung gewesen, dass wir 2027 auch die Chance haben, nochmal neue Entwicklungen aufzunehmen und mit dem Bund dort in Verhandlungen eintreten zu können, wo wir welchen Akzent setzen wollen und wie wir es ausstatten wollen. Die Übereinkunft bei der Hochschulpakt-Nachfolge ist also ein großer Erfolg für alle, insbesondere auch in Berlin. Und Berlin hat einen großen Anteil daran, dass die bisherigen Ziele zur Schaffung zusätzlicher Studienplätze in Deutschland erreicht werden konnten. Auch da noch mal ein kurzer Hinweis, ich glaube, Herr Treffsatz angesprochen, der Bericht des Rechnungshofes. Das muss man auch mal einordnen. Der Rechnungshof bezieht sich auf einen Betrachtungszeitraum von 2004 bis 2013. Der Hochschulpakt hat 2007 überhaupt erst begonnen. Und man muss bei den Studienplätzen auch mal sehen, was Berlin hier geleistet hat. Und das muss man auch mal umrechnen, die Summen. Wir haben alleine seit 2010, in den letzten 8, 9 Jahren, haben wir über 60.000 zusätzliche Studienplätze in unserer Stadt eingerichtet und finanziert. Eine riesige Leistung, die diese Stadt im Übrigen für das ganze Land erbracht hat, um es mal klar zu sagen. Das war gut angelegtes Geld, aber auch das muss man mit berücksichtigen, wenn man sich solche Berichte wie die des Bundesrechnungshofes anguckt, meine Damen und Herren. Ja, und deswegen sage ich auch, ist auch die Pauschale für die Stadtstaaten richtig. Sie sind ein besonderer Anziehungspunkt für die Studierenden. Und wir, darüber freue ich mich tatsächlich, profitieren auch von dieser Stadtstaatenregelung, die wir haben, bis 2027 in einer Größenordnung von knapp 200 Millionen Euro und damit weit mehr auch als Hamburg und Bremen. Durch die Verstetigung des Paktes wird der Bund nun dauerhaft sich an den Finanzierungen der Hochschulen beteiligen und einsteigen. Und so erhalten die Hochschulen bei den Bundesmitteln eben auch eine höhere Planungssicherheit für die Schaffung weiterer unbefristeter Stellen. Und auch wenn es nicht gelungen ist, dass die Dauerstellen mehr verankert werden können in den Verhandlungen. Wenn wir das nicht umsetzen konnten, so besteht seitens der Länder die Möglichkeit, diesbezüglich eine Selbstverpflichtung zu formulieren. Und das werden wir selbstverständlich auch in Berlin tun. Denn damit folgen wir konsequent unserer erklärten Linie. Berlin ist Vorreiter für gute Beschäftigung und Karrierechancen in der Wissenschaft. Gute Arbeitsbedingungen, zeitgemäße Personalstrukturen sind wichtige Grundvoraussetzungen, um die Dynamik im Berliner Wissenschaftsraum zu fördern und unsere Attraktivität in einem zunehmend internationalen Wettbewerb, um die besten Köpfe auch zu sichern. Meine Damen und Herren, durch die Hochschulverträge 2018 bis 2022 mit insgesamt 760 Millionen Euro Budgetsteigerung haben wir unseren Hochschulen, auch das nochmal in die Richtung Bundesrechnungshof und was hat Berlin geleistet. Mit 760 Millionen Euro Budgetsteigerung haben wir unseren Hochschulen bereits notwendige Planungssicherheit gegeben und Mindestquoten auch für dauerhafte Beschäftigungs- und Karriereperspektiven vereinbart. Wir haben neue Karrierewege für Professorinnen und Professoren gesetzlich abgesichert und auch die Mindestvergütung von Lehrbeauftragten deutlich erhöht. Der bundesweit einmalige Berliner studentische Tarifvertrag wurde erhalten und ausgebaut. Das Tarifergebnis, meine Damen und Herren, ist bundesweit Vorbild. Und auch im Kontext der Hochschulmedizin verfolgen wir den Anspruch auf gute Arbeit, sei es mit der Überführung der CFM in öffentliches Eigentum und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Integration auch jetzt bei der CPPZ oder beim selbstverständlichen Verzicht auf sachgrundlose Befristungen im Wissenschafts- und im Gesundheitsbereich in unserer Stadt. Das sollte überall bundesweit Standard sein, meine Damen und Herren. Ich hoffe, Sie sehen durch diese Dinge, die jetzt neu verabredet wurden und das, was wir auch schon gemacht haben in unserer Stadt, wir setzen voll auf Wissenschaft und Forschung, weil wir fest davon überzeugt sind, dass vielleicht neben der Kultur wir da
eine weitere zentrale Säule für die Attraktivität und dynamische Entwicklung unserer Stadt haben. Natürlich ist es auch wichtig, sich die Infrastruktur anzugucken. Mit der Investitionsoffensive für die Wissenschaft haben wir bereits rund 2 Milliarden Euro für Bau und Sanierung bereitgestellt und werden diesen Bereich auch künftig weiter stärken. Dass auch andere unserem Beispiel folgen und auf Berlin setzen, zeigt zum Beispiel ja auch die Entscheidung des Bundestages, das Museum für Naturkunde, eine Leibniz-Einrichtung, eine Leibniz-Institution, eine Wissenschaftsinstitution, dieses Museum für Naturkunde als eben Wissenschaftseinrichtung mit 330 Millionen Euro in der Sanierung zu unterstützen. Das tut der Bund doch nur, wenn er sieht, dass Berlin eigene Anstrengungen unternimmt und wenn er sieht, dass sich diese Investitionen in Wissenschaft und Forschung in Berlin auch lohnen. Und ich sage an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die Bundesebene, an die Abgeordneten, insbesondere auch der Koalition, die mit diesen riesigen Summen hier Berliner Wissenschafts- und Forschungspolitik mit unterstützen. Meine Damen und Herren, es ist großartig zu sehen, wie Berlin national und international als Wissenschaftsstadt wahrgenommen wird und darüber auch Investitionen in unsere Stadt kommen und neue Arbeitsplätze entstehen. Das renommierte britische Times Higher Education Ranking attestiert Berlin zusammen mit Städten wie London, Paris oder Boston. In dieser Liga spielen wir inzwischen bei Wissenschaft und Forschung. Die höchste Dichte an herausragenden Hochschulen. Das Ranking-Pendant von Reuters sieht unsere Universitäten unter den innovativsten in ganz Europa. Inzwischen kommt, es ist ein internationaler Bereich, über den wir hier reden, kommt jeder dritte neu eingeschriebene Studierende in Berlin aus dem Ausland. Insgesamt haben wir in Berlin inzwischen fast 200.000 Studierende, praktisch aus der ganzen Welt. Die Stadt ist ein Magnet für junge Talente, für Studierende, für Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher, aber genauso. Die Oxford-Universität, meine Damen und Herren, plant nicht nur, sondern setzt jetzt konkret um eine Niederlassung ihrer renommierten Institution hier in Berlin. Die zwei weltgrößten privaten Stiftungen in der Gesundheitsforschung, Bill und Melinda Gates Stiftung und der Wellcome Trust, haben ihre Dependancen bereits in der Spree eingerichtet. Das war alles vor wenigen Jahren noch undenkbar, dass solche internationalen Institutionen nach Berlin kommen. Und da, Kolleginnen und Kollegen von der AfD, mal ein deutlicher Hinweis. Es war jetzt eben schon schwer zu ertragen bei der Rederunde, dass wir uns von Ihnen anhören mussten, wie wir hier Wissenschaft und Forschung einschränken, wie wir die Wissenschaftsfreiheit einschränken. Genau das Gegenteil ist der Fall. Diese internationalen Stiftungen, diese Ansiedlungserfolge von Oxford, einzelne herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt kommen gerade nach Berlin, weil sie hier eben frei arbeiten und forschen können, weil sie hier keine Restriktionen erfahren und dass sie uns in einen Topf werfen, diesen Standort in einen Topf werfen mit dem Agieren von Putin und Orban und Erdogan und anderen, das ist unerträglich und das schadet der Stadt. Auch das muss Ihnen mal bewusst sein. Nein, gerade weil es hier ein freies Leben, aber eben auch Arbeiten und Forschen gibt und möglich ist, folgen diesem Sog ja auch innovative Unternehmen und technologiebasierte Start-ups. Für sie bietet die Berliner Wissenschaft ein ideales Umfeld mit einem großen Pool bestausgebildeter Absolventinnen und Absolventen, mit vielen Impulsen aus der Grundlagenforschung und Kooperationsmöglichkeiten in der angewandten Forschung. Technologietransfer und Ausgründung aus unseren Hochschulen spielen für das wirtschaftliche Wachstum unserer Stadt eine zentrale Rolle mit tausenden neu entstandenen Arbeitsplätzen und Milliardenumsätzen in den letzten Jahren. Und für mich ist ganz klar, ohne unsere Wissenschaftslandschaft wäre Berlin auch nicht die europäische Start-up-Hochburg und es wäre uns eben nicht gelungen, die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Und für die großen und etablierten Unternehmen spielt das inzwischen auch eine Rolle.
Beide brauchen sich, die Kleinen, die Jungen, die Flexiblen, die Start-ups und die großen etablierten Unternehmen. Sie brauchen sich und sie befruchten sich und beflügeln sich auch in ihren Aktivitäten. Dass Siemens nach Berlin gekommen ist, sich für Berlin entschieden hat mit dieser neuen Investition von 600 Millionen Euro, hängt mit diesem Wissenschaftsstandort zusammen. Die kommen doch nicht im Ernst, nur weil sie hier Flächen haben. So ein Großkonzern hat auf der ganzen Welt Flächen und wird von allen umworben, sondern sie kommen, weil sie hier eine Zukunftsperspektive für ihren Konzern sehen. Und Zukunft wird verkörpert von dem wissenschaftlichen Umfeld, von den Studierenden, von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Deswegen kommen sie auch von der Politik, die das mit möglich gemacht hat. Ein dümmlicher Zwischenruf ist das immer zu sagen, alles passiert trotz der Politik. Nein, die Politik hat gemeinsam mit Wissenschaft und Forschung die Grundlagen geschaffen. Sie sind auch die Politik. Mit Ihren Haushaltsentscheidungen treffen Sie auch wichtige Grundentscheidungen für Wissenschaft und Forschung. Wie kann man sich denn immer selbst klein und runterreden? Die Politik trägt auch eine positive Verantwortung für diese positive Entwicklung in der Wirtschaft und in der Wissenschaft und Forschung, meine Damen und Herren. Wir haben Ansiedlungserfolge gehabt. Einstein Center, digitale Zukunft, Deutsches Internetinstitut, Fraunhofer Zentrum digitale Vernetzung. Alles das eben genauso wie beim Beispiel des Naturkundemuseums. Alles das eben ja auch Entscheidung auch des Bundes und der Länder für die deutsche Hauptstadt, für die Wissenschafts- und Forschungsmetropole in Deutschland. Meine Damen und Herren, diese Investitionen, diese Entscheidungen, die gefallen sind, verschaffen uns nicht nur einen immensen Standortvorteil bei der Beschäftigung mit Zukunftsfragen, die mit Themen wie Digitalisierung und künstlicher Intelligenz einhergehen, sei es im Gesundheitswesen, in der Verwaltung oder im Mobilitätsbereich. Sie helfen uns auch, ich habe das zu Beginn schon kurz angerissen, die sozialen Folgen von Digitalisierungs- und Veränderungsprozessen zu adressieren. Denn ohne Antworten auf die durch sie entstehenden sozialen Fragen wird die Digitalisierung keine nachhaltige gesellschaftliche Akzeptanz finden und damit werden auch Chancen dann nicht genutzt werden. Es ist also wichtig, dass wir uns eben auch mit den sozialen und ethischen Fragen rund um Automatisierung und Digitalisierung auseinandersetzen. Aber man darf nicht vergessen, an den Berliner Hochschulen gibt es jetzt schon mehr als 100 Professorinnen und Professoren, die zu Digitalisierung und künstlicher Intelligenz forschen und lehren. Fast die Hälfte der deutschen KI-Gründung erfolgt in der Region Berlin-Brandenburg. Und dabei wächst die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Forschung und Unternehmen. Und das hilft uns künftig, Berlin als Standort der KI-Forschung national wie international zu positionieren. Meine Damen und Herren, Berlin ist auch der Mittelpunkt der deutschen Gesundheitsforschung. Die Einigung zwischen Bund und dem Land Berlin über die Weiterentwicklung des BIC oder des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung und dessen Integration in die Charité unterstreicht die bundesweite Bedeutung und das große Potenzial Berlins für die Zukunft der Medizin. Und die Kommission Gesundheit statt 2030 hat uns das ja auch letztens in ihrem Expertenbericht bescheinigt. Berlin hat das Zeug zu einer dauerhaft führenden internationalen Wissenschaftsmetropole zu werden. Und es ist mein Ziel, diesen Anspruch konsequent auch mit konkreten Maßnahmen umzusetzen. Die nächste Etappe, um es hier klar zu sagen, auch falls es da ein Missverständnis gegeben haben sollte, die nächste Etappe ist zum Greifen nah. Am 19. Juli fällt die Entscheidung in der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern. Und ja, ich sage es ganz deutlich als Wissenschaftssenator, ich will dauerhaft auch die Exzellenzstrategie und ich will in dieser Exzellenzstrategie auch erfolgreich sein. Und der Senat hat dafür in den letzten Jahren auch viel getan. Mit der Berlin University Alliance haben wir die Freie Universität, die HU und die TU gemeinsam mit der Charité aufgefordert, aber wir haben es auch finanziell und strukturell unterstützt, gemeinsam etwas an Bewerbung abzugeben, sich in diesem Wettbewerb zu positionieren, um noch stärker sein zu können. Ja, wahrscheinlich hätten die Institutionen für sich selbst auch alle schon eine gute Chance gehabt. Aber noch einmal. Es geht nicht nur darum, gegen Göttingen oder Karlsruhe zu bestehen. Es geht darum, dauerhaft gegen London, Paris, Boston zu bestehen.
Und dafür die Ressourcen zusammenzustecken, sich zu stärken und zu sagen, wir können gemeinsam noch mehr, das war über viele Jahre in Berlin auch keine Selbstverständlichkeit, dass es gelungen ist und dass wir schon im ersten Schritt bei den Exzellenzclustern mit 7 Clustern besonders erfolgreich waren. Das ist eine großartige Leistung auch unserer Universitäten und der Charité. Das ist eine großartige Leistung dieses Verbundes, den wir dauerhaft auch unterstützen wollen und mit dem wir in Zukunft noch erfolgreicher sein wollen, meine Damen und Herren. Ja, all dies, ich will es noch einmal abschließend betonen, all dies, diese positiven Entwicklungen sind kein Zufall. Diese Erfolge fallen nicht vom Himmel. Dahinter steckt auch harte Arbeit vieler Menschen, insbesondere eben in den Wissenschaftsinstitutionen. Großes Engagement, umfangreiche Investitionen der Senate, kann man sagen, auch der letzten Jahre in die Wissenschaft und Forschung und strukturelle Maßnahmen zu ihrer Stärkung. Wir haben viel in den letzten Jahren für den Wissenschaftsstandort Berlin erreicht und wollen den eingeschlagenen Weg mit voller Kraft auch fortführen. Und dafür möchte ich heute auch um Ihre Unterstützung werben. Und ich will abschließend auch sagen, dass ich glaube, dass ganz besonders in diesen Tagen wir uns auch bewusst machen müssen, was wir noch an harten Standortvorteil eben haben und wie wir ihn uns dauerhaft erhalten sollten. Wenige Tage vor der Europawahl, glaube ich, kommt es darauf an, sich das bewusst zu machen. Hier wird Europa ganz konkret und praktisch erlebbar und erfahrbar. Es steht viel auf dem Spiel. Wissenschaft und Forschung leben von Freiheit und von internationalem Austausch. Wissenschaft und Forschung leben von Vernetzung, von offenen Grenzen, von Meinungsvielfalt. Und es gibt Kräfte in Europa, die genau das bekämpfen wollen. Und wir haben gemeinsam die Chance, mit der Stimmabgabe für eine demokratische Partei auch Wissenschaft und Forschung nicht nur das Europa des Friedens und der Freiheit zu stärken, sondern ganz konkret Wissenschaft und Forschung an diesem Standort. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Aktuelle Stunde hat damit ihre Erledigung gefunden. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2. Unsere Fragestunde. Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fragen müssen kurz, ohne Begründung sein und von allgemeinem Interesse sein, sowie eine kurze Beantwortung ermöglichen. Sie dürfen nicht in Unterfragen gegliedert sein. Ansonsten werden diese Fragen zurückgewiesen.